Hey Leute, hier ist Anne und heute dreht sich mal wieder alles darum, was ich so aus den Jahreszeiten in Japan vermisse. Und heute reden wir mal über den Sommer. Beim Frühling und beim Tsuyu musste ich tatsächlich etwas nachdenken, was ich denn wirklich aus den Jahreszeiten vermisse. Beim Sommer fiel mir das tatsächlich einfacher. Was nicht heißen soll, dass der japanische Sommer super toll ist oder so. Der kann sehr anstrengend sein. Aber erstens, wenn ihr bei YouTube japanischer Sommer oder sowas in die Suche eingebt, dann findet ihr schon bereits genug Videos, die euch erzählen, wie so die negativen Seiten des Sommers in Japan sind. Und zweitens konzentrieren wir uns aktuell ja noch auf die positiven Seiten der Jahreszeiten. Und ich sage aktuell, weil wenn ich einmal durch bin mit dieser ganzen Reihe, möchte ich das Ganze nochmal in eine zweite Runde schicken und darüber reden, was ich nicht aus den Jahreszeiten in Japan vermisse. Aber bis dahin bleiben wir super positiv und starten mit den vier Dingen, die ich aus dem japanischen Sommer vermisse. Ich weiß übrigens nicht, warum ich immer auf vier Dinge komme. Irgendwie, als könnte mein Gehirn bei Jahreszeiten nicht in mehr Kategorien denken. Die Geräuschkulisse. Ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber für mich hat der japanische Sommer eine sehr spezifische Geräuschkulisse. Ich finde das ganz spannend, weil mit den anderen Jahreszeiten verbinde ich sowas explizit jetzt nicht. Aber für mich persönlich klingt der japanische Sommer nach Zikaden, Windspielen und Fröschen. Einige können da jetzt vielleicht direkt zustimmen, für den einen oder anderen fehlt vielleicht was oder würde er was austauschen, was so seine persönliche Geräuschkulisse in Japan im Sommer ausmacht. Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was für Erfahrungen man gemacht hat und wo man unterwegs war und sowas. Ich glaube, worauf wir uns aber alle einigen können, ist, dass die Zikaden diese Geräuschkulisse einfach maßgeblich prägen und beeinflussen. Windspiele, finde ich, sind einfach super angenehm und auch irgendwie entspannend vom Klang her, deswegen gehören die für mich auch dazu und außerdem sehen sie wunderhübsch aus. Und Frösche sind, glaube ich, was relativ Spezifisches hier in meiner Liste. Ich habe euch im letzten Video ja schon erzählt, dass mein Wohnheim direkt neben einem Reisfeld war und im Sommer haben in diesem bewässerten Reisfeld dann einfach unheimlich viele Frösche gelebt. Und ich muss schon sagen, ich war froh, dass mein Fenster nicht zur Seite zum Reisfeld raus war. Aber ich bin trotzdem oft genug an diesem Reisfeld und an den Fröschen vorbeigelaufen, dass die Fröschis einfach zu meiner persönlichen Sommergeräuschkulisse dazugehören. In Deutschland kann ich so eine explizite Geräuschkulisse im Sommer nicht wirklich ausmachen. Es gibt bestimmte Sachen, die man mit dem Sommer verbindet, aber es ist einfach nicht so eine allgegenwärtige Geräuschkulisse, wie das für mich in Japan war. Und eben gerade die Zikaden sind was immer da ist. Und ich persönlich finde dieses Zip-Geräusch auch tatsächlich ganz angenehm. Matsuri. Okay, hier weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll, denn japanischer Sommer und Matsuri sind für mich einfach untrennbar voneinander. Für alle, die das Wort nicht kennen, Matsuri bedeutet übersetzt eigentlich nur Fest. Und das umfasst eigentlich alles, was so Sommer- oder Straßenfeste sind in Japan. Ich bin super froh, dass ich während meines Auslandsjahres super viele Matsuris mitnehmen konnte. Nicht alle davon fanden explizit im Sommer statt, aber es ist schon üblich, dass Matsuris eher im Sommer stattfinden. Für mich bestehen Matsuris einfach aus Streetfood, Ramune, auf jeden Fall einer sehr aufgeheiterten, aber gleichzeitig irgendwie entspannten Stimmung, traditioneller japanischer Musik, allgemein mindestens einem sehr kulturellen Aspekt und im Idealfall auch noch das Tragen eines Yukatas. Da ich meine Euphorie rund um Matsuris, glaube ich, aber gar nicht so gut in Worte fassen kann, habe ich eine Playlist erstellt mit allen Videos, wo ich in Japan auf einem Matsuri unterwegs war. Ich habe die Playlist hier oben im i verlinkt, da könnt ihr auch später einfach noch drauf schauen, vielleicht am Ende des Videos und dann direkt zu dieser Playlist hüpfen, wenn ihr noch mal ein bisschen mehr Einblicke in Matsuris bekommen wollt. Matsuris sind für mich übrigens
nicht vergleichbar mit deutschen Straßen oder Sommerfesten. Ich habe das Gefühl, in Deutschland driftet das viel zu schnell immer in so eine Art Saufgelage ab. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich halt in Japan explizites Interesse an so den kulturellen Aspekten habe. Abgesehen davon kann es sein, dass ich Matsudis aktuell noch ein bisschen mehr vermisse, weil ich schon lange nicht mehr auf einer Convention war. Und ich weiß, Cons sind keine Highlights, was so die kulturellen Aspekte angeht, aber es gibt schon einige Cons, die so kulturelle Aspekte relativ gut mit rüberbringen und so eine Art kleinen Matsudi-Bereich ja etablieren. Aber wir wissen ja alle, wie die Lage in 2021 ist und generell können Cons halt auch das Matsudi-Feeling nicht so 100% ersetzen. Und deswegen bin ich einfach super froh, dass ich so viele Matsudis damals in Japan miterleben konnte. Yukata tragen. Ich habe sie eben schon mal kurz erwähnt, aber sie haben einen eigenen Punkt verdient. Yukatas. Yukatas sind prinzipiell einfach nur dünne Sommerkimonos. Ich hatte das Glück, zweimal im Sommer die Möglichkeit zu haben, einen Yukata zu tragen. Einmal war es auf einem kleinen Fest bei uns an der Uni und einmal auf dem Hachioji Matsuri. Beide Yukatas fand ich einfach wunderschön und bin meinen japanischen Freundinnen, die mir die ausgeliehen haben, damals immer noch super dankbar, dass sie ja mit mir diese Erfahrung zusammen gemacht haben und mir auch beim Anziehen geholfen haben. Ich finde, Yukatas und Kimonos generell sind übrigens ein super spannender Aspekt der japanischen Kultur, den ich für mich noch nicht mal ansatzweise angefangen habe zu erkunden. Aber ich finde auch einfach auf so einem Matsudi mit so einem Yukata fühlt man sich einfach so elegant, dressed up und irgendwie einfach ready, um eine coole Zeit zusammen zu haben. Und für alle, die auch schon mal einen Yukata getragen haben und echt Probleme hatten beim Anziehen, lasst mich euch sagen, dass selbst meine japanischen Freundinnen sich damals YouTube-Videos angeschaut haben, um nichts falsch zu machen. Prinzipiell könnte man ja auch sagen, dass man einfach trotzdem in Deutschland Yukatas tragen könnte. Aber mal ganz ehrlich, so ganz ohne Matsudi oder sonstigem Anlass und fehlende Euphorie ist es halt einfach nicht das Gleiche. Azuki Eis. Und was wäre eine Jahreszeitenliste in dieser Reihe ohne einen spezifischen und super persönlichen Punkt? Ich glaube aber, so spezifisch wie dieser Punkt war es tatsächlich noch nie. Es gibt ja in Japan so super viel verrücktes Eis. Ich glaube, es wird oft nur so verrückt wahrgenommen, weil es diese Sachen bei uns halt nicht gibt. Ich glaube, so verrückt ist es eigentlich gar nicht. Aber mein Favorit im Sommer war auf jeden Fall ein Azuki-Eis. Falls ihr es nicht kennt, Azuki-Bohnen sind diese kleinen süßen roten Bohnen, die oft in japanischen traditionellen Süßigkeiten zur Verwendung kommen. Man macht daraus zum Beispiel Anko und Yokan, das dann teilweise auch noch in anderen Sachen weiterverarbeitet wird. Und wer mich etwas besser kennt, der weiß vielleicht, dass ich traditionelle japanische Süßigkeiten einfach unheimlich liebe. Alles, wo Matcha, Anko, Kinako, Dango, Mochi und sonstige Sachen drin sind, ist einfach pure Liebe. Und was ich auch liebe, sind so moderne Adaptionen dieser traditionellen Sachen. Also ein sehr bekanntes Beispiel ist so das typische Matcha-Parfait, wo dann auch noch so Mochi oder sowas mit drin sind. Und das besagte Azuki-Eis ist für mich fast schon eine Perfektion so einer modernen Adaption, aber auf eine super simple Art und Weise. Ich weiß nicht genau, was in dem Eis drin war, aber es hat einfach gefühlt nach gefrorenem Anko geschmeckt. I'm in heaven, ey. Und seriously, Leute, vielleicht sollte ich einfach mal versuchen, so ein Eis selber zu machen. Damit diese Positivität hier am Ende nicht immer so in Melancholie verklingt. Abonniert, um ein potenzielles Video nicht zu verpassen. So, und damit bin ich mit meiner persönlichen Sommerliste durch. Ich weiß, dass dem einen oder anderen hier einige Punkte fehlen werden. Hanabi. Aber lasst mich euch sagen, vielleicht gibt es ja Gründe dafür. Deswegen schreibt mir noch einfach in die Kommentare, was ihr so aus dem Sommer in Japan vermisst. Ich habe euch hier jetzt nochmal die ganze Playlist verlinkt und hier mein Lieblings-Matsudi-Video. Und ich weiß noch nicht, welches das ist. Deswegen mal schauen, was Zukunfts-Anne euch hier ausgesucht hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.